Ja, okay. Mein Volk hatte sich hier ein Leben aufgebaut. Es muss sehenswert gewesen sein. Muss es das? Level 20 Schemen. Eieiei. Ja, die sind ein bisschen über unserem Level. Würde ich mal behaupten. Ein bisschen. Aber halt ein guter Gegen. Ich wollte gerade sagen, Solus kann auch gerne mal hier hinkommen. Ne, hier. Können wir nur eins bekommen? Und hier bekommen wir die beiden direkt. Oh! Wir haben sogar zwei Samen. Nicht so cool. Toll, der ist genau in meinem Schussfeld gewesen. War das nicht hier? Ja, der Dämon der Angst. Das heißt, hier haben wir jetzt auch mal den Dämon der Angst, nicht nur im Nichts. Puh, okay. Dann haben wir das auch hinter uns. Das beunruhigt mich sehr, diesen Drachen über unseren Köpfen schweben zu sehen. Das ist nicht toll. Das ist nicht toll. Wir müssen diesen Magier aufhalten. Machen wir das. Jeppler, der Unbändige. Bindungsmagier Rebell, der kann sterben gehen. Komm, Jeppler. Oh ne, ist der Rebell. Da ist Jeppler, der Unbändige. Hierher gebracht habt. Immer wieder gerne. Dann fehlt noch einer, um ihre Gefährten-Quest abzuschließen. Aber den werden wir dann zum späteren Zeitpunkt erst kennenlernen. Weil nach Impris Dunior möchte ich nach dem letzten Riss erstmal nicht. Haben wir denn hier kein Lyrium-Vorkommen mehr? Ich dachte, wir hätten hier noch eins, aber okay. Dann wir hätten ja noch die Hinterlanden. Also wir haben hier drei geholt. Da kann natürlich sein, dass es dann natürlich Maximum war, in dem was es hier zu holen gibt.
bezweifle, dass wir das hier bekommen da hinten. Ohne dass uns irgendwelche Riesen ans Leder wollen. Es reicht ja schon, dass uns hier... Okay, der will uns ans Leder. Okay. Ziehen wir ihn mal hier raus. Au. Ja, du bist so ein Vollidiot, Solus. Genau das wollte ich halt verhindern. Dass Solus so auf die Fresse bekommt. Aber naja. Oh, das wäre ja nicht anders. Ich weiß nicht, ob Feuer ihm mehr wehtut als... Das Eis. Hat beides blöd für ihn, aber. Ich gehe gleich eh. Auf die Knie. Ich glaube, der ist immun vor dem Eis. Komm, ja, sehr schön. Jetzt wird's aber. Das ging voll ins Gesicht. Sehr gut. So. Der ist immun vor dem Feuer. Solus, ich hasse dich. Solus, du bist ein gottverdammter Vollidiot. Jetzt weiß ich wenigstens, wer schuld daran ist. Solus ist schuld daran. Solus darf sich selbst darum kümmern. Der halt immer seinen blöden Blitz einsetzen muss. Das halt natürlich mehrere Ziele angreift. So. Dürfen wir nach dem Riesen auch noch auf den Bronto gehen, weil das ja nicht irgendwie genug ist oder so. Solus, hast du vielleicht? Nein, hast du nicht. Was aber das? Ich bin gerade gewillt, alles hier einzusetzen, was man eigentlich nur hier einsetzen kann. Zum Glück habe ich es ja jetzt gesehen, was der Grund war. Sonst macht es nicht besser, aber... Ich muss es besser nachvollziehen.
Au! Du Idiot. Soll es jetzt einfach kein Blitz sein? Nein, es ist jetzt kein Blitz sein. Dann kommt der Drache auch noch irgendwann. So, jetzt gehen wir auf den Bronto. Machen jetzt hier keine Dummheiten, okay? Dummheiten wie Blitz einsetzen. Das nervt. Es ist ja schon schlimm genug, dass wir den Riesen bekämpfen müssen, aber nee. Solus denkt so, nee, komm. Hol ich noch den Bronto mit dazu. Nein. Komm, danke. Ich bin nicht für die Wildnis geschaffen. Tavernen und große Städte liegen mir mehr. So. Vier Sehenswürdigkeiten noch. Da hätten wir auch noch eine. So, zwei Sehenswürdigkeiten noch. Nein, nein, Leute, nein, 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 nein. Wir ziehen uns zurück. Wir ziehen uns zurück. Wir ziehen uns zurück. So, schön. Schön zurückgezogen, Leute. Könnten das letzte Lager errichten und dann fortgehen. Inquisitor. Ja. Ich meine, wir haben Riesen bekämpft. Was wollen wir mehr? Genau, ein Solus, der keine Brontos angreift. Solus, Brontos haben dir nichts getan. Aber versteht der Junge nicht. Versteht er aber nicht. Ah, ja, siehst du mal. Hat sich doch gelohnt. So, bitte, bitte lass da 5 sein. Oder 6, ja genau. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Könnte denn noch was da hinten sein? Dann gehen wir nochmal zurück. Und hier haben wir ja eine Scherbe. Und das sind jetzt Dinge, die man wirklich mit einem Pferd machen sollte. Es sei denn, man möchte hier stundenlang dranhängen. Also an eine Strecke. Ja, deswegen geht man da mit seinem Pferd hin. Holt die Scherbe. Setzt sich wieder drauf.
Und danach geht man am besten zu seinem eigentlichen Reiseziel. Weil das natürlich noch besser ist, als sich wieder ablenken zu lassen. Komm! Ach, tja. So, reiten wir geschwind. Bekommen meine Link-Vibes. Ja, ja. Ja. Ich weiß. Komm. Aber fährt genug gequält. Wir haben hier noch eine Quest. Das, weiß sogar noch, wo das sein könnte. Im Cup. So. Wir werden jetzt hier lediglich die Scherben sammeln. Die natürlich auf dem Weg sein sollten, hoffentlich. Und können wir schon zur... Also wir müssen noch zu den Westgraten und zu den Hinterlanden. Machen wir dann aber in der nächsten Session. Jetzt haben wir ja erstmal den Ort hier für uns entdeckt. Ich glaube, dann haben wir alle Scherben, die wir hier sammeln können. Jedenfalls wüsste ich nicht, wofür wir noch mehr Scherben benötigen. Eigentlich haben wir dann für alle Türen genug Scherben. Laut meiner Rechnung sollte es aufgehen. Aber hey, das wäre nicht das erste Mal, dass ich mich verrechnet hätte. Point in case. Ich muss mit dem Pferd hier hoch. Das war irgendwie, dass ich hierhin kam, genau. Dann runter wollte. Genau. Nein. Dorian. Ah, danke. Es hat noch funktioniert. Es hat noch funktioniert. Alles jetzt auf dem einen Weg. Dann gehen wir hier hin. Und dann sollte es direkt daneben sein hier. Inquisitor. Das bin ich. Das bin ich. So. Und eine Scherbe noch. Wir müssen hier einen kleinen Umweg gehen, oder? Nee. Der Parcours hier. Der Parcoursmeister hier. Klasse.
Hallöchen! Ich hoffe, ich störe nicht. Machen wir noch ein kleines Spiel raus. Wir töten jetzt kleine rote Templer. Mein Lieblingsspiel. Sehr gut. Ich hab gewonnen. So, wo ist die Scherbe, die wir benötigen? Wird da oben drauf sein. Ich wollte gerade sagen, jetzt nehmen wir hier keine dummen Wege und wuppdiwupp fällt auf. Der Weg ist echt dämlich. Aber ey, ich habe nicht zum Pferd gegriffen, alles cool. Wir haben es ohne das Pferd gemacht. Also war es ja doch nicht so schlimm, wie es hätte am Ende sein können. So. Hier haben wir nämlich noch ein paar Besucher. Aus dem Nichts. Solus schießt wieder mit Blitzen um sich. Das kann nicht gut enden. Nein. Hier. So, Solus erst. Sehr gut. Hier nur Schemen rauskommen, das ist nett. So. Zack. Zwei Risse noch. Eine Sehenswürdigkeit noch, der Weißschatten. Wo hatten wir das denn? Hier, ne? Genau. Bei dem Riss hatten wir ja noch etwas. Also eine Sehenswürdigkeit. Jedenfalls war da ein Fragezeichen, also gehe ich mal davon aus, dass das eine Sehenswürdigkeit ist. Du kommst her. So, dann wird es auch mal irgendwann Zeit, dass wir zum Winterpalast gehen. Wäre auch noch eine Sache, die wir machen müssen. Gibt hier noch echt viel zu tun. Wenn man das so haben möchte. Aber wir machen das alles. Ah ne, das Fragezeichen war dann einfach nur... Oh, das Fragezeichen war einfach nur eine Quest. Auch gut. Dann halt... Nichts für uns. Wie wir es uns erhofft haben. So.
Bannen. Bannen wir das da hinten und Solus Band. Nichts hier, doch. Schnell noch. Ah, das hat ihn nicht erwischt. War dann, brauchen wir die hier. Zack. Sehr schön. Und dann können wir den Riss auch schließen. Danke. Wieder sehr eigenartig. Machen die immer nur irgendeinen Mist. Suche das Lager am Fluss. Der letzte Riss wäre da hinten. Ja, ein letzter ist falsch, aber ein weiterer Riss wäre da hinten. Hier wäre wahrscheinlich eine Sehenswürdigkeit. Gut, hier haben wir noch ein rotes Tuch. Da haben wir ein rotes Tuch und da. Sehenswürdigkeiten im Kammwald. Ich würde einfach sagen, wir gehen zur Himmelsfeste, beenden aber hier schon mal die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Session. Bis dann, haut rein und tschüss.